Leute, ich war wieder im Action und ich zeige euch jetzt, was ich da mitgenommen habe. Es sind nur zwei Sachen da. Aber zu diesen schönen Sachen, zu diesen beiden Düften, gibt es eine mega tolle Geschichte. Und wollt ihr zuerst die Geschichte hören oder soll ich euch zuerst die Düfte vorstellen? Da ihr nicht antworten könnt, erzähle ich euch erstmal diese Geschichte. Ich war schon vor 2 oder 3 Wochen im Action und habe diese Düfte aus dem Regal gezogen. Ich habe sie da gesehen, die haben beide 15 Euro gekostet. Und je 15 Euro natürlich. Und ich habe sie da gesehen und dachte sofort, die nehme ich mit. Das ist ganz klar. 100 Milliliter für 15 Euro. Kosten 30 Milliliter. 15 oder 16,99 bei Müller. Logisch. Britney Spears Düfte sind immer gut. Gehen immer. Habe ich die rausgezogen. Habe ich sie in meinen Einkaufswagen getan. Bin zur Kasse gegangen. Dann hat die Kassierin alles durchgezogen. Und die Düfte gehen nicht. Ja. Dann ruft sie halt Hilfe, dann telefoniert sie, bla bla bla, ich warte und warte und warte, die Schlange wird immer länger, alle anderen warten, gucken mich so blöd an. Und ich dachte mir, ist doch egal, ich kann eh nichts dafür. Dann habe ich gesagt, ich möchte die Düfte aber haben. Dann kommt die Chefin oder irgendjemand, wahrscheinlich die Chefin, und sagt, nö, die können wir nicht verkaufen, die haben keine Preise, die gehen nicht durch. Ich sage, was, wie bitte? Nein, sag ich, ich möchte sie aber haben. Sag ich, dann können sie mir die vielleicht zur Seite legen, dann komme ich sie am Montag abholen. Es war apropos Samstag. Dann sagt sie, nein, das dürfen wir nicht. Ich sage, ja, aber was ist, wenn die dann weg sind? Ich hätte sie halt schon gern mitgenommen. Sagt sie, nee, wir können nicht mal für uns was zurücklegen. Sage ich, okay, gut, Regeln sind Regeln, ja. Dann sage ich, ja, okay, gut, sage ich, dann muss ich halt wiederkommen. Ja, Leute, ich bin nächste Woche am Montag wieder hin. Die dürfte nicht da. Und dann habe ich 2 Wochen gewartet. Irgendwann mal kamen die wieder. Zum Glück wohne ich in der Nähe von Action und kann jederzeit reingucken. Also habe ich mir die beiden Schätzchen hier mitgenommen. Und jetzt sage ich euch, wie sie riechen. Das erste Parfüm heißt Hidden Fantasy. Und das zweite Parfüm heißt Circus Fantasy. Ganz schön viel Fantasy von Britney Spears. Also wir werden jetzt, beziehungsweise ich werde jetzt mit diesem Parfüm hier anfangen, beginnen. Und zwar mit dem Hidden Fantasy von Britney Spears. Den Duft Fantasy, glaube ich, kennt jeder. Das ist ja so ein schriller pinker Flakon. Dazu gibt es sogar einen Duft von Larif. Und, oh, ich mag das. Ich mag schon, wie das Parfüm ausschaut. Und ich habe das auch schon ausgepackt aus der Folie, Leute, und getestet, damit ich ungefähr weiß, wie die riechen. Ich könnte euch auch die Duftnoten da oben einblenden. Gut, mache ich. Also, ich sprühe das aber nochmal, Leute. Und das Parfüm riecht. Also, es riecht gut. Leute, es riecht gut, man muss sagen. Es riecht aber irgendwie synthetisch, aber nicht, weil das Parfüm synthetisch hergestellt wurde, sondern so ein bisschen Barbie-mäßig, synthetisch, so. Aber das riecht nach richtig schöner, zitrischer Orange mit Nelke. So eine würzige Orange mit Nelke und ein Ticken Barbie-Puppe. So ungefähr riecht das. Aber es ist ein richtig schöner Duft und ich kann mir vorstellen, dass die Männer auf dieses Parfüm abfahren werden, wenn man das als Frau trägt. Ich glaube, die Männer werden das mögen an euch Frauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer immer solche Düfte mögen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Parfüm, und zwar Circus Fantasy. Circus, Circus, Circus. Ja, schauen wir mal, wie das riecht. Das ist auch so ein richtig schöner, hübscher Flakon. Und nochmal sage ich, die Düfte gibt es im Moment bei Action für 15 Euro. Oh, der ist so süß. Ich finde den auch richtig schön, richtig nice. Und jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das Parfüm riecht. Habe ich das nicht getestet? Oh, Leute, das riecht so schön auch. Das riecht so ein bisschen mädchenhaft, so nach Bonbons, nach Zuckerwatte. Zirkus halt, ja. So wie der Kirmes, so ungefähr. Nach den ganzen Süßigkeiten von der Kirmes und nach so einem, wahrscheinlich assoziiere ich das mit Britney Spears, aber mit so einem verspielten blonden Ding, mit vielleicht ein bisschen Silikon hier und da, dennoch wunderschön, hübsch, jung und oh, schön, frisch, dennoch süß, irgendwie so wie frische, süße Süßigkeiten, keine Ahnung, mit einem blonden Mädel. Ich hoffe, ich konnte das euch irgendwie beschreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass Männer dieses Parfüm auch mögen werden. Weil das ist auch so ein bisschen penetrant, süß. So wie Britney Spears halt ist, ja. Genauso. Aber die Flakons sind auch schön, Leute. 15 Euro lohnen sich die Düfte auf jeden Fall. Sie sind schön. Sie sind nicht schlecht.